Moin moin und willkommen zur 24. Folge und ich glaube der vierten Parklife-Folge. Und ich habe gerade das Spiel neu gestartet und den Spielstand geladen und wir sehen jetzt hier noch 2869 von 5000. Und mal gucken, wenn ich jetzt das Game laufen lasse, zack, resetten die sich alle. Das ist richtig scheiße. So werde ich ja nie auf Level 5 kommen, wenn ich nicht irgendwie drei Folgen am Stück drehe. Bisschen enttäuschend, wie ich finde. Genau. Dann wollte ich noch ein paar Sachen in diese Folge machen. Und zwar wollte ich mich einmal um den Verkehr kümmern. Wir sind bei 85%. Ich würde gerne wieder auf 90 kommen. Dafür müssen wir einmal schauen, dass wir hier eine separate Ausfahrt machen und quasi die Autos nicht durch diesen Weg durchlassen. Das müsste eigentlich schon reichen. Das könnte ich, glaube ich, einfach machen, indem ich nachher hier vom Highway abgehe und dann hier irgendwie in die Stadt reinkomme. Das würden wir mal, würde ich direkt mal als erstes angehen. Weil das Problem ist im Moment, um das nochmal zu erklären, die normalen Bürger, die fahren hier auch runter, nicht nur, also am Anfang war es hier nur Industriegebiet. Und jetzt können die aber hier durch den Kreisel kommen und dann hier, wie man hier sieht, an diesem grünen Fahrzeug und vielleicht gleich noch an weiteren Fahrzeugen, ja. So, die fahren jetzt alle hier durch. Da ist jetzt die Frage, möchte ich das vielleicht sogar für die Müllwagen zulassen, weil die kommen eigentlich nicht unbedingt von der Autobahn. Dann machen wir da keine Einbahnstraße raus, sondern wir legen einfach die Autobeschränkung noch weiter fest. Wir sagen nämlich hier keine, obwohl Busse sollen da auch durch, aber auf jeden Fall keine normalen Fahrzeuge. Warte, nee, das sind Taxis und das sind Normalfahrzeuge, ne? Müssten das hier Busse sein, das sind Müllwagen und das sind Servicefahrzeuge wie Krankenwagen und Polizei, Feuerwehr. Und jetzt ist hier wieder alles umsortiert. Okay, dann, damit die auch von der Arbeit irgendwie zurück können, müssen die dann halt hier rausfahren, also wenn sie mit dem Auto zur Arbeit fahren, hier runter und jetzt von hier einmal rechts abbiegen. Da die Brücke doch relativ breit ist, können wir da wahrscheinlich sogar schon relativ hoch verläuft. Nicht hoch verläuft. Der Pfeiler ist relativ weit weg von der Straße, das würde ich sagen. So. Wir wollen so laufen. Und dann wollen wir. Ja, wollen wir hier wieder auf den Hauptweg oder wollen wir vielleicht einfach hier rein? Glaube ich, gehe einfach mal hier rein und gucken, was passiert. Der Fahrer fährt schon der erste runter. Und wir gucken jetzt mal, ob hier noch weitere normale PKWs. Ja, Tourist, Fahrziel Casino. Wo willst du denn jetzt wohl lang? Ja, jetzt hat er es wahrscheinlich gemerkt, dass es nicht mehr geht. Er hatte aber vorher schon diese Route eingeschlagen. Lol. Ach, die parken hier und gehen dann in die U-Bahn. Okay, das finde ich krass. Das ist ja lustig. Ja gut, aber die können ja nicht alle hier parken, aber irgendwie despawnen da auch die Autos. Und dann kriegen wir auf jeden Fall nicht alle Fahrzeuge hier runter. Aber jetzt sieht es schon besser aus. Ja, jetzt die Fahrzeuge da gerade sind da nicht runtergefahren, okay. Ja, jetzt sieht es hier schon viel, viel besser aus. Schauen wir mal auf den Verkehrsfluss. Es ist zwar immer noch rot, aber vielleicht legt sich das noch.
Ja, ich hoffe, dass. Ja, jetzt wird es hier schon braun. Ich glaube, es wird besser. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. So, die zweite Sache, die ich fixen möchte, ist. Diese Straße hier ist. Na, die ist nicht rot. Ich weiß nicht, ob ich sie fixen muss. Aber auf jeden Fall diese Stelle hier. Die fahren alle hier durch diese Straße und dann fahren sie rechts und wieder links. Das ist irgendwie ziemlich kacke. Und diese Straße hier, die fährt dann auch meistens rechts, aber teilweise auch links. Entweder baue ich hier auch einen Kreisverkehr hin. Oder ich nehme die hier. Wir haben auch noch diese. Ich glaube, ein Kreisverkehr wäre gar nicht so schlecht hier. Haben wir hier irgendwelche wichtigen Servicegebäude? Ich kann es gerade nicht sehen. Nee, eigentlich nicht. Außer die Polizei und so da. Probier das mal ein wenig aufzureißen. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass das einigermaßen hinhaut. Wir müssen einmal hier einen Kreisverkehr einstellen. Wir müssen ein paar neue Gebäude bauen. Wir hatten die Lärmgrenze, wo war die? Etwa hier. Machen wir mal die Farbe. So, und jetzt müsste ich eigentlich einfach mal laufen lassen, mal gucken, was passiert. Baut sich gerade alles neu auf. Die Fußgänger sind noch hier zahlreich unterwegs. Ob dieser Übergang hier so cool ist oder ob ich das nochmal hochlegen muss, das müssen wir uns auch noch anschauen. Könnte hier auch noch einen Weg durchmachen. Alles, was wir zu Fuß irgendwie erreichen können, ist immer gut. Bisher, ah ne, hier kommt mega viel raus. Was ist mit euch? Warum? Ich glaube, dieser Zebrastreifen, der blockiert auch wieder. Da muss ich doch noch mal eben was machen. So, können sie überall runter, wo sie runter sollen? Vielleicht noch mal hier direkt. Richtung U-Bahnsteig. So, und jetzt einmal die Kreuzung noch weitere Verbote rein. Dass die auch gezwungen werden, da oben rüber zu gehen. Hier haben wir jetzt gar keinen Aufgang, das ist natürlich schlecht. Dann versuche ich es nochmal. So, die stehen trotzdem noch hier wie bekloppt. Einfach irre viel auf diese Straße fahren oder sieht das nur so aus wegen den Parkenden? Aber ne, die stehen ja bis hierhin. Das ist zu viel. Wollen die vielleicht hier auf die Autobahn? Können wir mal antesten, indem wir einfach einmal hier durchgeben. Aber definitiv nicht nach links. Das macht keinen Sinn. Das ist ja eine Einbahnstraße, glaube ich. Aber hier scheinbar irgendwie nicht. Hä? Jetzt aber.
Und es hat sich aufgelöst hier. Ah, jetzt nehmen die sogar hier eine Abkürzung. Die fahren hier rechts und fahren dann hier durch. Anstatt, dass sie diesen Weg hier nehmen. Okay, aber es ist, glaube ich, noch okay, weil das ganze Chaos hat sich aufgelöst. Wir waren vorhin irgendwie mal bei, waren wir nicht bei 85%? Da ist jetzt woanders schlechter geworden. Diese Straße stellt noch ein Problem dar. Die müsste meiner Meinung nach breiter sein. Wir kommen hier von einer 6-spurigen auf eine 2-spurige. Das muss eigentlich eine 4-spurige werden. Die können wir wahrscheinlich nicht überall updaten wegen diesem Turm hier, ja. Muss der hier stehen? Können wir das einen nach rechts schieben und den einen nach rechts? Jawohl. Und dann mal gucken, was wir hier noch vom Zoning rauskriegen. Aber ja, das sieht doch gut aus. Da kriegen wir trotzdem die volle Viererbreite. Das ist doch genial. Ja, geil. Geh nochmal weg. Oder sollten wir jetzt auch eine Verminderung des Problems haben? Okay, dann, ich glaube, da müssen wir jetzt einmal weiter ausbauen. Wir brauchen eigentlich alles. Meckern die hier mit Arbeitern? Nee. Sind wir denn überall voll? Anzahl Ungebildeter? 8 von 8, also da oben sieht man das. 13 von 16, 14, 15, die sind noch nicht mal voll. Also da könnten noch mehr drin arbeiten. Dann mache ich vielleicht doch nochmal hier einen Bereich. Das alles gesohnt, ja. Ja, wie machen wir es hier? Ich mache es mal so. Was ist hier schon wieder los? Jetzt geht's. Das ist manchmal echt komisch. Ich weiß nicht, ob ich damit auch das hier fixen kann. Warte mal, dann gehe ich doch lieber mit dem mittleren durch. Das macht mehr Sinn. Und leider geht das wieder nicht. Was ist, wenn ich das so einziehe? Und jetzt die Vierer. Da macht er das wieder kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ist schon wieder zu weit. Naja, egal. Ich glaube, der kann das nicht anders. So, und schon wieder neue Nachfrage. Dann geht es weiter hier im Programm. Wir machen jetzt mal im Grid-Programm. Machen hier eine Linie und die geht einmal komplett durch. Und hier werde ich jetzt mal wieder normales Gewerbe zonen. So. So, wie sieht es hier mit euren Arbeitsplätzen aus? 14 von 16, 12, 10 von 12 ist immer noch nicht voll. Aber die meckern zu wenig, zumindest nicht rum. Und so viele Überqualifizierte.
Bildung. Wir haben in diesem Gebiet. Das ist doch. Ja, das ist dieses Gebiet. Da werde ich mal was einstellen. Und zwar stelle ich hier eine Richtlinie ein und sage, die Schule ist aus und wir machen, die Bürger ziehen die Arbeit der Bildung vor und nur ein kleiner Teil der dazu berechtigten Bürger geht auch wirklich zum Studieren an die Uni. Mal gucken, ob dann hier weniger Überqualifizierte ankommen. Vielleicht bringt das ja was, weil wenn ich hier 13 überqualifizierte Arbeiter drin habe, dann ist das einfach nur Geldverschwendung. Das erste Mal, dass ich hier Fahrzeuge wirklich bemerke, die hier links lang laufen. Wo fahren die denn jetzt hin? Okay, warum ist der denn nicht... das war schon richtig, dass er so gefahren ist, ja doch. Und dann fährt er nochmal neuer da rein. So, Verkehr 83%. Hier ist immer noch rot, aber... Die bremsen die Leute hier aus. Der Kreisverkehr ist nicht richtig eingestellt. So, zack. Und dann machen wir hier auch nochmal so Übergänge. Und jetzt schauen wir mal, überall die Zebrastreifen noch wegmachen. Und sie laufen alle oben. Perfekt. Das heißt, die Autos können jetzt hier schneller durchrollen. Fahren aber alle nur auf einer Spur. Weil die halt auch alle nach rechts... das liegt glaube ich hieran, dass der mittlere... Der darf nicht abbiegen. So, wenn der... Mal, der darf auch abbiegen, weil der 90% fährt eh rechts. Vielleicht bringt das schon was. Sieht besser aus. Oder es war jetzt gerade nur Zufall, dass jetzt gerade nichts kommt. So, 33.700. Wir haben gleich die 34.000. Dann könnten wir auch schon ein neues Ding kaufen. Alter, was zum Teufel? Warum sehen die... Was ist hier denn passiert? WTF. Warum hat er die denn alle in dem Style gebaut? Da muss ich erstmal einen Screenshot von machen. Das sieht ja aus. Also, ich kann die natürlich wieder abreißen, aber... Witzig. Okay, wir haben trotzdem noch mehr Nachfrage nach Gewerbegebiet und auch nach Wohngebiet. Eigentlich nach allem. Bin mir nicht sicher, ob ich hier schon mal anfangen sollte. Ich kann es mal testen, ob das irgendwie zu Problemen führt. So, die Müllverbrennung ist abgeschaltet. Die machen wir jetzt mal an, damit die hier halt diese beiden hier wieder leer macht. Und jetzt müssen wir eigentlich die 34.000 jeden Moment knacken. Besucher. 970 Besucher. 186, okay, krass. Der ist sogar noch ein bisschen besser. Der macht auch Plus. Da haben wir es. Hafen, Frachthafen, jawohl. Der Hafen bietet der Stadt eine ausgehende Passagierverbindung über das Meer. Touristen besuchen und verlassen die Stadt über den Hafen. Platzieren sie den Hafen an einem Küstenort, wo eine Hafenroute verfügbar ist. Woran sehe ich denn, dass ich eine Hafenroute habe? Hier. Da sieht man das. Und ja, hier ist leider kein, oder das
führt nicht dazu, dass da irgendwie eine Hafenroute entsteht. Wahrscheinlich müsste das breiter sein, aber vielleicht kann man hier trotzdem Fähren nachher durchjagen. Das heißt, ich könnte den Hafen hierhin bauen. Oder hierhin, also hier für Passagiere. Wie teuer ist der eigentlich? 1600. Und den Frachthafen, den könnten wir hier hinpacken. Was ist der? 1920. Ach, du Kacke, die ist ja noch teurer als die Bahn, oder? 1440, eieiei. Okay. Ja, lass mich kurz überlegen. Ah, jetzt stockt das hier schon wieder. Weil die Penner alle auf die rechte Spur wollen. So, das machen wir jetzt anders. Wir machen nämlich der linke... Wait, what? Wieso darf ich das hier nicht steuern? Das ist doch hier auch eine Spur. So, Verbindungsmenü. Ah, hier. Und muss ich das bis hier vorne ziehen oder was? Ah ne, da. Hä, wieso habe ich die gerade übersehen? So, der linke darf nur auf links und links. Und der rechte darf nur auf rechts und, ja, also Mitte meinte ich gerade. Und dann gibt es nochmal hier die Ansage, bitte die Spuren halten. Und da hier ja bei, oder, ja, nee, wenn die geradeaus rollen, dann darf der rote, die rechte Seite, die würde auf die Mitte fahren. Obwohl, der könnte ja von hier dann... Dann könnte er ja von der Mitte auf den linken fahren, ne? Oder? Ja, das müsste gehen. Okay, dann wären die anderen auch noch in der Lage, das hinzukriegen. Mal gucken, ob das so besser wird. Hier fließt es wesentlich besser. Keine Blockierung mehr hier. Da kommt unser grüner Bus mit Arbeitern. Ist der voll? 30 von 30. Hier stehen auch übelst viele. Und er fährt auch mit 30 wieder nach Hause. Sag mal, brauchen wir da schon mehr auf der Route? Ist die so gut geworden? Bus Naturschutzgebiet. Nee, da steht nichts rum, aber die ist ziemlich gut eingestellt. Und auch hier Agrarstadion, da fahren richtig viele mit, aber das liegt halt daran, dass sie auch noch zu dem Naturschutzgebiet zu Fuß rüberlatschen. Wie man hier sieht, übelst weite Wege. Ja, das sieht doch viel, viel besser jetzt aus mit der Spurfixierung. Sehr geil. Okay, dann können wir noch weiter ausbauen. Sind die alle voll hier? Nee. Ah, doch. Viele. Auf jeden Fall einigermaßen voll. Machen wir ein bisschen was dazu. Wir haben ja hier auch noch Platz. Hier bauen die komischerweise gar nichts. Haben die da keinen Bock drauf? Geht das? Gehören die alle drei zu dieser Hauptstraße oder was ist das Problem? Will ich eigentlich nicht dran bauen. Ganz interessant. Hier laufen auch einige zu Fuß. Ich glaube, und dann hier rüber zur Arbeit oder zur Uni. Vielleicht könnte ich hier auch nochmal den eine Abkürzung verpassen.
So, mal gucken, ob das jemand benutzt. Der hier zum Beispiel. Nee. Wo willst du hin? Okay, der hat es wahrscheinlich noch nicht. Oder der hatte schon die Route geplant. Mal gucken. Jawohl, da gehen die ersten rüber. Geht der in die Aufseher bei Oberschule Ziel Beauty Salon. ETF, okay, der fährt mit der Uni, mit der U-Bahn, schätze ich mal. Die gehen ganz schön weit zu Fuß, um die U-Bahn zu nutzen. Ist nicht schlecht. Und ja, das wird einfach immer krasser hier. Ich glaube, ich kann noch eine weitere Abkürzung machen. Wir müssen jetzt hier auch noch mal welche in Abkürzung nehmen, die quasi hier nicht zur Arbeit wollen. Ich könnte eigentlich auch diesen Zebrastreifen noch entfernen, weil die Leute können ja hier hoch, hier rüber und dann hier rüber und dann hier runter. Theoretisch kann ich auch noch hier hoch. Sieht vielleicht scheiße aus, ne? Aber sieht das aus? Dann könnte nämlich der auch noch weg. Und das wird noch effektiver laufen. Könnte ich nicht jetzt sogar noch, sind die Dinger nochmal gewesen, so Zäune einfach bauen. Ah, hier. Zuzaun. Weiß nicht, welche da gut aussehen, aber... Achso, die laufen natürlich hier auf diesem Fußgängerweg, weil ich hier keine Verbindung habe. Wenn ich den mit dem verbinde. Hilft das? Laufen die ein bisschen verteilter. Ja, coole Sache. Das sieht doch gut aus. Wir haben wieder guten Progress gemacht. Geld. Plus 4000, ja. Könnte ich wieder pushen, wenn wir zum Beispiel mal das Casino abreißen, dann haben wir dann direkt 8000, vielleicht ein bisschen weniger. Oh, wir haben auch wieder 4 Spiele in Folge gewonnen, aber die Ticketeinnahmen werden immer weniger. Hinten haben wir noch eine Mülltonne. Ich glaube, ich stelle mal stadtweit diese Mülltonnen-Recycling-Richtlinie ein. Richtlinie. Wie teuer ist das denn? Steuern gehen dann runter, okay. Mach trotzdem mal Recycling überall. Oh, krass. Oh, wir sind im Minus. Heftig. Heftig. Mal gucken, wie weit das ins Minus geht. Alter. Hier steht... Verringert die Steuereinnahmen etwas, aber ja, ist fast 5000 runtergegangen, der Gewinn. Alter, das ist ja richtig teuer. Mal gucken, ich mach das mal weg, ob das jetzt alles wieder schnell ansteigt. Wo habe ich denn überhaupt Recycling drin? Hier habe ich das nicht eingestellt. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Ich glaube aber, hier hatte ich das mal... Ursprünglich doch mal eingestellt, oder nicht?
Dachte ich eigentlich. Krass. Dass das so teuer ist, das hätte ich nicht gedacht. Das hier so ideal ist, ich weiß noch nicht. Die fahren so viel im Kreis. Und wie viel der Güterbahnhof da auch noch mit reinspielt, das weiß ich auch noch nicht so genau. Vermutlich kann man diese Kurve auch noch mal enger legen, die noch vor den Schienen langläuft, könnte ich mir vorstellen. Okay, gut. Ja, ich würde, glaube ich, die Folge mal beenden. Und ja, leider habe ich erst diese Parks wieder nur so ein bisschen hochgelevelt. Da muss man echt lange, lange am Stück spielen. Das ist doof, weil ich eigentlich gerne eine Folge schneide, dann erstmal rausgehe, Pause mache und so weiter. Boah, da muss ich das Game entweder laufen lassen oder mir was anderes überlegen. Aber eigentlich hatte ich auch vor, noch ein neues DLC mit reinzunehmen. Oh, ich komme auch nur noch auf plus 1000. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen auf meine Ressourcen schauen. Und scheiße, Wasser und Abwasser. Ach du Kacke, Abwasser ist nicht gut. Wasser ist noch easy fix. Da können wir hier noch einen dran machen. Ups, den wollte ich gar nicht bauen. So, das wäre einfach. Abwasser. Ja. Das ist quasi scheiße. Also im wahrsten Sinne des Wortes, denn bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich da noch diese Straße hier so durchziehen kann, wenn ich hier noch einen weiteren hinpacken müsste. Oder ich mache hier ein bisschen Terraforming und gehe vor dem Pier nochmal lang und schütte hier auf. Ich glaube, das mache ich mal. So, mal gucken. Ich will so weit wie es geht nach rechts hier, damit ich möglichst viele hier hinsetzen kann. Brauche ich jetzt 4 oder brauche ich 5? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich baue einfach schon mal 5. So, das Wichtigste zuerst, erstmal diese Dinger hier wieder dran. Jetzt haben wir, glaube ich, sogar den Lärm noch ein bisschen weiter rausgezogen. Vielleicht können wir die nachher auch nochmal nachziehen hier, aber vielleicht ist es auch so ganz interessant. Und jetzt können wir hier nochmal ein paar Gebäude dran klatschen. So, wir schaffen gleich sogar noch die 35.000. Und dann würde ich, glaube ich, die Folge beenden. Nochmal einen Blick auf unsere Max 1200 Besucher. 1900, ja. Leider muss ich den ganzen Krempel wieder von vorne losleveln. Das ist echt schade. Und ich hoffe, dieser Strahl geht jetzt nicht zu sehr nach rechts. Aber sonst müssen wir halt Green Cities holen. Das Ding brauchen wir auch nicht mehr. Das ist hier scheinbar knapp über irgendwas verbunden. Aber wenn das Gebäude mal auszieht, obwohl das ist nur der Reiterhof, ne? Der Reitstall, der kann gar nicht ausziehen und der connectet das komplett rüber, krass. So, mit den ganzen Hochhäusern hier kommen wir gleich auf die 35.000.
Verkehr hier ist super im Kreisverkehr. So viele Leute hier. Unfassbar geil. Nicht rübertreiben hier. Und da haben wir die 35.000 auch erreicht. Okay, dann würde ich die Folge dicht machen. Ja, ich muss mir mal überlegen, wie ich jetzt diese Gebiete hier hochlevel, ob ich einfach das Game nicht mehr beende. Aber eigentlich wollte ich auch noch ein neues DLC reinnehmen. Dafür müsste ich es wieder beenden. Aber dann verliere ich halt hier schon wieder den Progress. Und wahrscheinlich muss ich Stufe 5... ich bin jetzt Stufe 3, oder? 1, 2, 3, weil hier steht eigentlich... Okay, das steht aber überall Stufe 3. Ja, dann muss ich wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Echt nervig. Naja, gut. Kann man nichts machen. Ich glaube, diesen Kreisverkehr muss ich auch nochmal ein wenig dekorieren und den auch. Dass wir hier irgendwie so einen anderen Eindruck bekommen wie bei diesen beiden. Das sieht ganz cool aus. Hier gibt es auch noch einen. Und hier hinten, ja gut, Industriegebiet könnte man auch mal machen. Aber ja, wir schreiten gut voran und wir können uns jetzt ja auch dank dem Meilenstein wieder ein neues Gebiet holen. Und das wird dann höchstwahrscheinlich das hier sein. Denn dann haben wir Zugriff auf den ganzen Ölbereich hier. Hier hinten hätten wir nochmal mega viel Fläche, um dort dann auch nochmal irgendwas Großes an Bevölkerung hin zu platzieren. Und dann haben wir auch nochmal ein wenig besseres Netzwerk hier mit den Schienen. Da muss ich auch nochmal gucken, wie wir das machen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.